Weltgereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Schönen Morgen, kleinen Zusatz. Und zwar jetzt nochmal mit Ostsee. Jetzt ist so angeklemmt, dass der Eingang hier minus über die Jode nicht in den zweiten Kondi kann. Ne? Dann machen wir einen Plus ab. Zack. Und dann mach ich jetzt so. Zack. Funktioniert nicht. Moment. Ich lade euch mal kurz ab. Ich mach's jetzt mal schnell. Ich muss ein bisschen schneller sein, sonst funktioniert's nicht. Also ich lade den Kondi ab, gedrückt halten und gleich ran. Jetzt hat es ja auch nicht richtig funktioniert. Machen wir nochmal. Ab, ran. Aber jetzt das Verhältnis ungefähr so. Jetzt drehen wir nur die Polung am Eingang. Also erstmal können die entladen. Dann können wir ja schon reinmachen. Immer ran, ne? So. Start drücken. Es läuft. Ich lege euch kurz ab, weil ich wie gesagt den Knopf drücken muss. Kondi laden. Knopf drücken und dann hier ran. Da haben wir es ungefähr so. Das ist nicht so schön wie vorhin irgendwie. Na, Moment mal. So sollte das eigentlich aussehen. Wir machen das jetzt nochmal zusammen. Also der Plus ist jetzt Richtung Taster, sage ich mal. Wir entladen den Kondi. Gehen dann die Diode mit dem Balken nach außen, sage ich mal. Laden den ganzen Mist. Ne, warte mal, ich klemme euch ab, dass ich schnell genug bin. Ne, Kondi laden. Zack, drücken und dran. Jetzt funktioniert es natürlich auch nie. Sieht man den gar nicht, den zweiten. Ja, nochmal, könnt ihr entladen. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Schon wieder zu langsam. Zack. Ja, doch. Jetzt sieht man es schon besser. Es läuft auch gerade noch. Ich halte jetzt mal an. Nein, mal so ganz grob. Ich weiß nicht, vielleicht können wir sogar. Dürfen wir sogar ein bisschen ranzoomen, ja. Das ist schon. So, genau. Jetzt machen wir das zur Sicherheit einfach nochmal. Ne, so Aufzeichnung läuft. Ich stelle euch wieder ab. Seht ihr überhaupt irgendwas? Ich glaube, ihr seht sogar was. Ja. Ne, könnt ihr wieder entladen am Ausgang, dass wir uns nicht selber verarschen. Dann ran, minus ran, 1, 2, 3, ab, zack, gedrückt halten. Ah, jetzt habe ich die Zeit zu kurz gemacht. Ah, wartet mal, Leute, jetzt habe ich, wir haben ja rangezoomt. Wollen wir mal machen, ne? Aufzeichnung läuft, sorry. Seht doch mal, wie das ist, ne? Wenn ich vor uns reingedreht hatte, also wieder Kondi entladen. Hier, Kurzschluss. An die Diode mit Balken nach außen, minus den Kondi laden, Feuer gedrückt halten und vorne an die Diode. Ja, wartet, bevor ich anhalt. Zack. Ja, so sieht man es doch eigentlich schon ganz gut. Na? So, und jetzt pass auf, jetzt machen wir dasselbe nochmal. Jetzt muss ich auch wieder die Zeit. Ne, ich habe noch eine Sekunde. Okay, Aufzeichnung läuft. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal, nur mit anderer Polung, anderer Polung am Eingang. Ne? Die Diode kommt wieder so ran, wie sie war. Und ich lege euch wieder ab und wir machen dasselbe einfach jetzt nochmal. Natürlich vorher nicht vergessen, könnt ihr entladen. Oder kurz schließen, ne? Entladen. So, und jetzt muss ich unten mit Minus ran.
kurz ran, 1, 2, 3, zack, drückt halten und ran. So. Ne, und dann ist nämlich, dann sieht das nämlich schon ein bisschen beschissener aus, sage ich mal. Ne, dann ist es eben andersrum. Ich mache es jetzt nochmal, dass wir eine Vergleichsmessung haben. Konnte ihn natürlich wieder entladen. Dürft ihr nicht vergessen, weil sonst habt ihr ja immer, was weiß ich, noch ein Volt drin oder einen Käse. So, zack, 1, 2, 3. Feuer und ran. Naja, gut. Ist gar nicht mal so scheiße. Ne? Ich glaube, das war dieses vom ersten Teil, immer so knapp eins, also der Hälfte, grob. Ne? Sag ich jetzt mal. So, und jetzt tue ich einfach nur wieder den Conti entladen. Und wir klemmen Plus und Minus im Eingang um. Conti natürlich wieder ran, machen dasselbe. Jetzt nochmal Aufzeichnung läuft, Conti laden. Drücken, gedrückt halten quasi und dann vor die Diode. Jetzt ist wieder. Es ist ja auch wieder so, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum das. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Wir machen es jetzt nochmal. Conti entladen, ne? Ich sage, ihr könnt es ja selber machen. Gehen ran. Das war bestimmt wieder zu langsam, das kann doch sein. Zack, zack. Gar nicht. Jetzt ist sie gar nichts gemessen. Mein Kabel hier ab? Nö. Okay, wir laden nochmal den. Den können die entladen. Ran. Eingang ab. Feuer frei. Und nochmal. Naja. Ja, komischerweise, es klappt halt nicht. Ich habe jetzt schon mal angehalten, sorry. Ja, da ist schon ungefähr klein. Oh, davor war schöner, ne? Wahrscheinlich, weil ich jetzt vorhin verpult angeklemmt hat oder was. Also nochmal kurz stehen, jetzt lass mich doch nicht im Stich hier, Mensch. Das ist so schön zeigen, das müssen wir alle jetzt alle fünfmal machen. Da ist vielleicht doch egal. So, Conti geladen, zack, zack. Na, ich denke, das geht schon wieder. Und jetzt mal. Bisschen reinzoomen. Na, quasi stoßen wir dann hier nochmal die Geschichte an. Ja, Leute, das ist natürlich blöd. Also mal geht's nicht. Das heißt, ich muss es jetzt tatsächlich noch ein paar Mal, ich pull jetzt wieder um, noch ein paar Mal probieren, können die entladen. Mache ich gleich jetzt mit euch zusammen. Ab. Zack, zack. Ah, ich habe die Zeit wieder runtergedreht. Scheiße. Warte mal, machen. Achso. Können die entladen? Den laden, Feuer und nochmal. So. Ich könnte wahrscheinlich sogar zweimal schaffen. Ne, einen wieder deutlich mehr. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich gehe mal auf 2 Sekunden. Seht, jetzt dauert es, bis es kommt. Und zeige euch jetzt mal den Puls bei 2 Sekunden erstmal grundlegend und dann machen wir dasselbe Experiment nochmal, weil dann kann ich es 2-3 Mal mit 1 Mal machen, geht schneller. Ne? Da wir jetzt die Zeit zusammengezogen haben, haben wir jetzt quasi nur noch einen Puls. Ne? Also da siehst du jetzt kaum noch hier Schwingen oder irgendwas. Machen wir es nochmal so. Und so. Geht da noch was? Nee. Okay, also. Der Puls ist jetzt, ne, weil ich es jetzt weiter auseinandergezogen habe, ist das jetzt alles, sehen wir es quasi, den ganzen Vorgang nur noch als Puls, die Gesamthöhe, grob. So, also. Einmal. Konnte ich wieder laden. Ah, jetzt habe ich den nicht entladen, ne? Schon ein Fehler. Kurz warten. Hat eh nicht geklappt. Ran. Feuer und gedrückt halten nochmal ran. Können die entladen, wieder ran, laden, Feuer und nochmal Feuer. Da haben wir zumindest mal 2 Mal drauf, sage ich jetzt mal. Ne? Ich drücke jetzt, ah, jetzt habe ich Stopp gekriegt, aber ihr habt es ja klicken gehört, hoffe ich. Ne, und es ist schon wieder, ja, wie es vorher war. Ne? Also hier ist es scheinbar das Verhältnis immer so. Also, naja, immer. Aber ich denke schon.
Also von zweimal jetzt, ich würde sagen, wir machen jetzt noch zweimal. Dann haben wir es viermal gemacht. Und dann klemmen wir nochmal um und machen es nochmal. Dass wir wirklich mal halbwegs eine aussagefähige Geschichte haben. Also Conti, ne, schließe ich immer kurz. Wieder ran. Conti laden. Feuer. Endlight habe ich schon falsch gemacht. Oh. Puls machen. Nee. Naja, jetzt war es wieder nahezu fast 1 zu 1, ne? Guck mal. Okay. Nee, egal, wir machen es jetzt noch zweimal wirklich so, wie ich gesagt habe. Und dann weiß ich auch nicht. So, also. Feuer. Zack. Da haben wir es eine Messung. Nochmal. Selbst ich konnte die nicht entladen, ne? Konnte die schnell noch entladen. Zack. Gehen wir nochmal ran. Feuer entladen. Haben wir jetzt nochmal zwei Messungen. Dann haben wir nochmal grob. Ne? Der war jetzt fast 1 zu 1, ne? Aber es ist, wir sehen schon die Tendenz, sage ich mal. So. Jetzt machen wir dasselbe nochmal. Und ich klemme jetzt einfach am Eingang Plus und Minus um. Ne? Plus ist jetzt unten beim Taster. Gut. War dasselbe nochmal, Ossi läuft, Conti laden, halt, den müssen wir noch vom Kurzschluss befreien. Und Feuer, Feuer. Halt, Conti entladen. Feuer, Feuer. Okay, warte, ich halte mit euch an. Es läuft noch. Stopp. Also hier haben wir schon beim zweiten Mal hat es schon geklappt. Wo wir sonst bei 4 Versuchen es nicht geklappt hat. Ne? Okay, machen wir es nochmal. Ne? Alle guten Dinge sind ja 4. So, da können wir den schon mal zum Laden ruhig anklemmen. Da ist er richtig voll. Ne? So, dann den und alles ab. Feuer, zack. Können die entladen, wieder ran. Den können die laden. Feuer, zack, wieder ran. Wird sogar dreimal schaffen, Jungs. Guck mal. Okay. Also hier von 4-mal jetzt 2-mal geschafft, sag ich mal. Also der letzte ist schon gut, ne? Und ja, wenn er es andersrum macht, verpult, sag ich jetzt mal, ist irgendwie. Also scheint es nicht zu funktionieren, ne? Ich will das jetzt einfach nochmal machen, Leute. Wisst ihr nicht, ich hab da gerade Bock drauf. Vielleicht findet man da irgendwas raus. Stirbst jetzt nicht, aber. Also können die laden, Feuer. Entladen mit Feuer. Dann wieder können die entladen. Ran. Können die laden. Feuer. Okay, da haben wir es jetzt nochmal. Zweimal. Ich mache jetzt, ne, stopp, ihr seht es ja an den Lämpchen. Und hier beim zweiten Mal hat es wieder gut geklappt. Aber es klappt halt nicht immer. Ne? Kann natürlich schon mit dem Taster hier zusammenhängen. Das ist natürlich das nicht immer gleich. Ja, ich vermute wirklich, das wird wahrscheinlich wirklich mit dem Taster zusammenhängen. Dass es nicht immer 100% gleich ist. Aber die Tendenz ist so gepoolt, ja dann doch schon höher. Ne? Also das kann man ja, glaube ich, nicht mehr abstreiten. Ja, und ja, so werden sie wahrscheinlich versuchen, mich zu widerlegen. Vielleicht bauen sie Leute dann falsch nach, kriegen, ne, machen Plus halt jetzt in dem Fall oben hin und kriegen dann die falschen Ergebnisse. Ne? Hm. Naja, gut, hiermit seid ihr gewarnt davor. Habe ich jetzt so auch noch nicht. Ne? Habe ich jetzt selber gerade, weil ich ja testen wollte, wenn ich das jetzt einfach alles drehe, ob das dann noch genauso ist. Keine Ahnung. Wem macht es einen Unterschied? Ihr seht es ja, ne? Wenn man dann die Polung dreht. Ich hätte jetzt natürlich vorher gucken müssen, was passiert, wenn ich die Polung drehe. Naja, egal. Ihr seht es ja. Ich denke, das ist eindeutig hier. Ne? Da muss man jetzt nicht mehr groß rumphilosophieren. Gut, in diesem Sinne, das war's. Haut rein. Tschüssi.